Wir wollen jetzt noch ein Anwendungsbeispiel demonstrieren, bei dem Graphen auch zum Einsatz kommen, und zwar bei der Modellierung von Systemen, die über bestimmte Zustände verfügen. Und das machen wir am Beispiel eines Snackautomaten deutlich. So ein Automat, der hat eine Reihe von Zuständen, in denen er sich befindet, er wartet auf den Einwurf von Geld. Der Benutzer muss nach Einwurf von Geld eine bestimmte Auswahl tätigen über ein Tastenfeld. Auch dieses kann man mit Hilfe eines Graphen zumindest visualisieren. Das wollen wir einfach mal tun, in einem vereinfachten Modell hier. Am Anfang befindet sich ein solcher Automat in einem Zustand, wo er auf Benutzereingaben wartet. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, unterschiedliche Münzen einzuwerfen. Und wir sagen mal, wir können eine 1-Euro-Münze einwerfen, wir können eine 2-Euro-Münze einwerfen. Die Eingabe, die da erfolgt, ist der Einwurf der 1-Euro-Münze, beziehungsweise hier der Einwurf der 2-Euro-Münze. Wenn ich zweimal eine 1-Euro-Münze einwerfe, lande ich auch in, ich nenne das jetzt Zustände oder in diesem Knoten, dieses hier sich zeichnenden Graphen, der mit 2 Euro bezeichnet ist. So, wenn ich Geld eingeworfen habe, dann kann ich über dieses Tastenfeld auswählen. Und sagen wir mal, wir haben jetzt hier drei Produkte. Die nenne ich einfach mal Mars, Twix und Cola. Das ist quasi, sind drei Zustände, wo eine bestimmte Auswahl durch den Benutzer erfolgt ist. Die Auswahl beispielsweise durch Eingabe hier eines bestimmten Codes, ich nenne das jetzt einfach mal, das war der Code P1, Produkt 1 ist die Auswahl von Mars, das Produkt P2 ist das Twix und Produkt P3 ist die Cola. So, das wird dann in der Regel nochmal bestätigt. Und wir gelangen in einen Zustand, der da heißt Ausgabe des entsprechenden Produktes. Die Eingabe des Benutzers war eine Bestätigung der Auswahl. Das Produkt wird ausgegeben und der Automat geht im Prinzip wieder zurück in seinen ursprünglichen Wartezustand. Ja, das ist das Beispiel eines sogenannten DEA. Deterministischer endlicher Automat. Ja, ein solcher endlicher Automat spielt eine wichtige Rolle in der theoretischen Informatik. Ein endlicher Automat wird beispielsweise eingesetzt, um ein solches zustandsbehaftetes System zu modellieren oder auch an ganz anderen Stellen, um Sprachen, beispielsweise Programmiersprachen, zu verarbeiten.